Glück auf, liebe Monkey-Zweirad-Freunde, zum nächsten Technikvideo. Wir haben heute wieder was mitgebracht. Im letzten Video haben wir uns ja mit dem Windschild und dem Lampenschutzgitter beschäftigt an der Honda Monkey Z125. Da könnt ihr gerne in das Video nochmal reinschauen, wenn ihr noch nicht dabei war beim Schrauben. Oben rechts ist das Video nochmal verlinkt, da oben jetzt. Ansonsten geht es wieder um die Honda Monkey Z125 Baujahr 2024. Die hatte ich ja vor kurzem erst aus Leipzig geholt. Und da auch nochmal den Link zum Abholvideo und Vorstellung, auch da oben rechts aus eurer Sicht. Ja, und jetzt geht's los, wir schrauben weiter. Dann machen wir die Monkey erstmal aus und laden erstmal ab, was wir mitgebracht haben. Der Karton ist heute etwas kleiner geworden. Aber der Nutzen dieses Anbauteils sehe ich als sehr hochwertig an. Da erwarte ich mir sehr viel. Und ja, was wir hier drin haben, ich hatte es ja im letzten Video schon angedeutet, die Firma Gitarco aus Thailand, Japan, wo auch immer die herkommt, baut die Zubehörteile für die Monkey. Kostet alles einen Haufen Geld. Ich will es gar nicht verraten, aber ist egal. Mir ist es die Sache auf jeden Fall wert. Und ja, wir schauen mal rein, was wir drin haben. Kommt mit! Ja, wir hatten ja als letztes das Lampenschutzgitter und das Windschutzschild angebaut. Und da haben wir hier die beiden Original-Honda-Schrauben noch übrig. Und das ist immer so eine gefährliche Sache jetzt. Ja? Jetzt hat man was Neues angebaut. Was macht man mit diesen Schrauben? Ich zeige euch nochmal, wo die herkommen. Das sind die Original-Honda-Lampenhalterschrauben, die eigentlich hier drin stecken. Das Windschild bzw. das Lampenschutzgitter ist hier nochmal mit Aluhülsen ein bisschen nach außen versetzt. Da brauchte man eine längere Schraube vom Zubehör und die beiden Originalschrauben sollte man natürlich jetzt gut weglegen, so dass man sie am besten nicht wiederfindet. Ja, nein, wenn man die Honda wieder verkauft oder was auch immer in ein paar Jahren, dann will man vielleicht das ohne Zubehör verkaufen und dann braucht man diese beiden Schrauben wieder. Ja, es wäre ja fatal, wenn man diese Schrauben nochmal neu kaufen müsste. Und da muss man jetzt quasi heute tätig werden, wenn man das angebaut hat. Nehmt euch einen Beutel, schreibt am besten schon mal drauf, was es ist. Z125. Und dann schreibt da einfach an hier Lampenschrauben oder sowas, ja. Lampenschrauben. Original. Und dann packt er da am besten die Bedienungsanleitung mit dazu oder die Anbauanleitung. Und dann wisst ihr einmal, wo diese Schrauben mit dazugehören. Das mache ich jetzt mal fertig und dann geht es los an den Kitago Zubehörartikel, den wir dann gleich auspacken und vorstellen werden. Ich bin da selbst auch überrascht und da werden wir sicherlich ein bisschen länger für brauchen. Okay, das packen wir jetzt mal beiseite. Ich habe jetzt keine zweite Hand frei zum Eintüten. So, das haben wir jetzt fertig. Dann gucken wir mal, was wir hier drin haben. Ja, oh, hier ist schon mal was Ungewöhnliches. Hier haben wir Zeitungspapier mit chinesischen, oh, hier ist sogar Herr Zelensky drauf, mit chinesischen Schriftzeichen. Jetzt können wir also noch Zeitung lesen heute. Ach ja, hier hatte ich ja noch ein weiteres Artikel. Genau, ganz kurze Vorstellung nur, das ist ein Dreifachstecker, so möchte ich es mal bezeichnen. Und zwar kann man hiermit, und der muss vorne in der Lampe, ist ja der Kabelbaum ist ja vorne in der Lampe zusammengesetzt, also hier in dem Gehäuse drin, kann man den Zusatzstecker verbauen oder zwischensetzen und dann haben wir einen zusätzlichen Pluspolabnehmer. Ja, wenn man jetzt ein Navi hat oder irgend sowas, dann kann man da an das Plus mitgehen, an das Leitungsplus von der Monkey und braucht nicht direkt auf die Batterie gehen. Das ist nochmal so ein Kabel, das hatte ich einfach mal mitbestellt. Kostet auch nicht so viel. Ansonsten haben wir jetzt hier, ja, hier wollen wir keine Werbung machen für den Laden, wo ich das her habe. Decken wir mal wieder ab. Ich kriege da nämlich nichts von. Andere YouTuber haben da ja ein Werbeabo, glaube ich. Hier haben wir von Original Honda noch einen Monkey-Aufkleber. Der ist jetzt nicht für die Monkey selbst vorgesehen, sondern den klebe ich wahrscheinlich nochmal auf mein VW-Bus drauf, damit man sieht, dass ich Monkey-Freund bin. Ja, darum geht es aber heute auch nicht. Sondern es geht hier rum und hier haben wir schon mal ein reichliches Paket an Schrauben und Distanzhülsen. Die werden wir auch brauchen.
So, dann gucken wir mal, was wir hier drin haben. Auch alles schön eingepackt. Muss man wahrscheinlich beiseite legen. Hier ist auf die Tüte. Ansonsten legen wir das Handy mal beiseite und machen mal die Weitsicht, damit ihr das mal mit seht. So machen wir es auch, ist immer noch besser. So könnt ihr mich, glaube ich, besser sehen. Ja, ist ordentlich eingepackt, ist auch ein ordentliches Material. Ja, ist ein kleines Motorrad. Und da haben wir auch hier eine kleine Motorschutzplatte, um die es heute geht. Ja, es gefällt mir außerordentlich, schön starkes Material. Kitako Motorschutz Unterfahrschutzplatte. Die wollen wir heute montieren, da fehlt mir jetzt noch was. Ach, hier haben wir es. Oh ja, da werden wir ein bisschen mehr zu tun haben heute. Reichlich an Anbauteilen, die wir hier benötigen, um die Motorschutzplatte auch da am Unterboden zu befestigen. Ja, jetzt keine Angst, ich filme jetzt nicht jede einzelne Schraube, die wir dazu benötigen. Aber ich gehe da mal im Detail vielleicht drauf ein. Wir gehen nochmal zum Motorrad drüber, dann zeige ich euch nochmal den Punkt. Das hatte ich ja im Vorstellungsvideo euch auch schon mal genannt. Jetzt suche ich nochmal so ein bisschen die Anbauanleitung für die ganze Geschichte. Im Vorstellungsvideo schon mal einen kleinen Kritikpunkt an der Monkey gezeigt. Und da gehen wir jetzt auch nochmal als Einstieg drauf ein. Ja, hier haben wir eine schöne bildliche Anbauanleitung. Wie gesagt, da habe ich jetzt ein bisschen Spaß dran. Und dann nehme ich euch in kleinen Ausschnitten gerne mal mit. Und ja, wir gehen erst noch mal hin und dann zeige ich euch noch mal, warum ich dieses Teil jetzt da anbauen möchte. Ja, dann sind wir noch mal hier an der Monkey Original. Und das hatte ich ja im Vorstellungsvideo euch auch schon gezeigt. Wie gesagt, wenn man so ein bisschen abseits befestigter Wege unterwegs ist, wir haben ja einen sehr relativ kurzen Radstand. Ich lege das hier ruhig schon mal hin, damit ihr das mal so im Vergleich auch seht. Also jetzt wirkt die doch ganz schön groß, die Bodenschutzplatte. Wir haben ja hier den unten liegenden Auspuff, ja. Und wenn man da mal über so ein Geröllfeld fährt oder fahren muss oder Wasserfurt, wo vielleicht so ein Stein noch mal so ein bisschen höher steht, dann rammt man sich hier, oh, das ist auch noch schön warm, dann rammt man sich hier den Krümel so schön auf. Ja, und auch der Motor ist ja hier unten freihängend eingebaut. Ölablassschraube, gut, die ist halt geschützt auf dem Krümmer, aber den Krümmer möchte ich einfach schützen, dass man hier nicht das alles hier wegdrückt. Und dazu baue ich jetzt halt diese Motorschutzplatte an. Ich weiß jetzt noch gar nicht, wie es aussehen wird. Wie lange, es gibt Zahlen, ich denke mal hier oben so ein bisschen vorne wird das sein. Das wird sicherlich einen guten Schutz bieten, wenn man mal tatsächlich mal irgendwo anrammt. Und ja, dann fangen wir jetzt einfach mal an und ich mache da vielleicht mehr Fotos als quasseln, weil dann komme ich hier nicht zum Schrauben. Es sind ja doch sehr viele Haltebügel, die man da anbauen muss. Okay, dann geht's los. Wollen wir uns erstmal mit der Anbauanleitung beschäftigen und ja, mal sehen, ob es heute überhaupt was wird, dass wir das anschrauben. Also bleibt dran, ich zeige euch das Ergebnis der Motorschutzplatte für die Honda Monkey. Ja, wundert euch jetzt nicht, habe ich jetzt auch mal umgezogen. Jetzt wäre natürlich schön bei so einer Montage, dass man hier eine Motorradhebebühne hätte. So müssen wir uns jetzt mehr auf den Bauch legen heute und deswegen habe ich mir ein paar Arbeitssachen eingezogen. Also nicht denken, das ist ein anderer Tag, ist derselbe Tag. Hab mir eine schöne Pappe untergelegt, damit mir die Schrauben nicht in die Fugen wegfallen. Ich möchte es auch nicht in der Werkstatt machen. Es ist jetzt Frühsommer und da müssen wir einfach draußen schrauben. Das macht mir einfach auch Spaß. Gut. Hier habe ich eine Schieblehre. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Werkzeug, was wir jetzt heute brauchen. Denn, und so nehme ich mal die Kamera in die Hand. Wir haben ja hier nur eine chinesische Anbauanleitung. Wieder anhand der Bilder, Zahlen, kann man eigentlich alles erkennen, wo was hin muss. Also ich habe da kein Problem mit. Muss ein bisschen Erfahrung haben. Aber hier haben wir auch nur die Größenangaben in Millimeter. Und wie gesagt, die Zahlen dazu. Und dann kann man doch sehr gut rausfinden, anhand der Schieblehre, welche Schraube ist es denn tatsächlich, bevor man da, denn wir haben hier reichlich an Schrauben. Und mein erster Schritt ist immer, ich packe meine ganzen Anbauteile aus, lege sie akkurat sortiert auf ein
beiseite gelegtes, ja, beiseite gelegten Platz irgendwo hin, um dann den Übersicht zu haben. Erstmal so schön sortieren. Jedenfalls alles schön einzeln eingepackt. Das gefällt mir schon mal außerordentlich. Also man sieht da immer hier Doppelteile. Also immer rechts-links-Seite wahrscheinlich. Ja. So, das wird alles ein Teil sein. Das ist unten drunter, sieht man schon, das auch unten drunter. Also haben wir so viel haben wir gar nicht. An Schrauben haben wir ein bisschen mehr. Und da muss man einfach die sortieren und sich damit auch beschäftigen. Das ist hier eine dicke Hülse. Eine dicke Unterlegscheibe. Ja. Wenn man sich mit den Schraubengrößen und mit der Anleitung vorher beschäftigt hat, dann geht es eigentlich auch und der große Haufen wird nachher auch immer kleiner. Und hier haben wir auch eine besondere Schraube. Wie gesagt, die lege ich mir alle schön zurecht und dann kann es auch losgehen. Ja, als erstes haben wir hier diese Bodengrundplatte, die wir montieren müssen. Und hier habe ich schon mal geschmunzelt wieder. Damit haben wir auch die drei großen und dicksten Schrauben schon mal weg. Wie gesagt, die Teile, die man dazu braucht, hinlegen. Also aus dem Sortierten raussuchen, hinlegen. Und das ist die Bodengrundplatte. Die kommt so drauf. Und das sind zwei Schrauben, die müssen wir lösen. Das sind nämlich die Halteschrauben vom Krümmer. Und hier muss ich zweimal lachen, weil das sind schon Haltepunkte. Und ich zeige euch das jetzt mal hier original. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Also hier haben wir zwei Krümmerschrauben. Ich nehme mal ein Werkzeug in die Hand hier. Die beiden Krümmerschrauben müssen wir lösen. Da kommt die Platte mit drunter. Alles gefällt mir außerordentlich, weil diese Grundplatte bietet allein schon für den Motorschutz, für den Untergrund des Motors schon Schutz. Und ja, hier und da haben wir schon vorgebohrtes Gewinde. Das heißt, Honda hat sich mit den Zubehörherstellern doch schon abgesprochen, dass da noch was kommt oder dran muss. Warum hat man es denn nicht gleich gemacht? Also es wird doch hier auch schon wieder gespart, damit man mit dem Zubehör wieder ordentlich Geld ausgibt. Ja, aber es ist gut, dass die Bohrungen vorhanden sind. Jetzt sieht man es, glaube ich, vielleicht ein bisschen besser. Wieder Gewinde vorgebohrt. Und da kommt jetzt die Bodengrundplatte drunter. Und ja, das machen wir jetzt mal fertig. Und dann zeige ich euch das im Foto wahrscheinlich wieder. Ja, an diese Bodengrundplatte, die wir jetzt montiert haben. Wie gesagt, die beiden Schrauben hier hinten, wo der Originalkrümmer dran sitzt, die müssten gelöst werden. Die haben wir jetzt über. Die liegen jetzt hier, die beiden. Wir haben die Zubehörschrauben genommen, hier mit Unterlegscheiben. Und hier haben wir noch diese Aluhülse mit zwischengelegt als Abstandshalter. An diese Bodengrundplatte, und wie gesagt, ich musste schmunzeln, dass diese beiden Gewinde schon vorhanden sind, Original Honda, damit das Zubehör da angeschraubt werden kann. An diese Bodengrundplatte kommen jetzt diese Seitenhalter. Und ich denke mal, hier an die Seitenhalter kommt dann auch die Motorschutzplatte draufgeschraubt. Also diesen beiden Seitenhalter werden wir jetzt hier montieren. Die liegen jetzt hier schon zurechtgelegt. Da achtet bitte auf die Seite rechts und links. Das steht nicht drauf. Das müsst ihr einfach anhand des Bildes oder des normalen Menschenverstandes rausfinden. Ja, dass die Seitenträger einmal rechts und links sind und dann hier jeweils mit einer Schraube und Unterlegscheibe werden die dann an den Bodengrundhalter befestigt. Genau. Und dann gehen wir nochmal hier ans Original. Also hier die Bodengrundplatte und hier an diese Schrauben einmal rechts, einmal links werden die jetzt befestigt. Und anhand eines Fotos zeige ich euch dann die Durchführung, wenn sie beendet ist. Ja, der nächste Montageabschnitt und damit auch soweit der vorletzte Abschnitt, bevor wir die Bodenplatte anbringen. Wir haben jetzt hier unten die beiden Grundhalter. Hintere Seite würde ich mal bezeichnen. Und jetzt kommt nochmal die vordere Seite mit dran. Da haben wir hier den Behelfsbügel schon zusammenmontiert. Also das waren drei Teile, hatte ich euch ja ursprünglich gezeigt. Da achtet nochmal wieder auf die Rechts- und Linksseite mit der Krümmung nach vorne, so wie es hier auf dem Bild auch ganz gut zu erkennen ist. Also die Grundplatte mit den beiden Haltebügeln haben wir jetzt schon befestigt. Sehen wir hier.
Und jetzt müssen wir noch die Anschlagpunkte am Motor finden. Und da haben wir hier eine Besonderheit. Hier haben wir eine normale Schraube mit Unterlegscheibe und hier drüben haben wir noch eine Hilfsschraube, also als Verlängerung, also Abstand vom Motor bzw. Zylinderkopf. Und da kommt erst die Grundplatte dran, beziehungsweise die Halteplatte dran mit einer Schraube, Unterlegscheibe. Und die beiden Punkte müssen wir jetzt erstmal suchen. Und anhand des Bildes, hier Fahrtrichtung links, können wir es gut erkennen. Hier auf Zeichnung, vordere Schraube nicht, wir sollen die hintere Schraube nehmen. Dann gehen wir mal aufs Original. Und da können wir das auch gut erkennen, dass wir nicht da drauf sollen, sondern wir sollen da drauf, also die Schraube lösen wir jetzt, damit wir da mit unserer mit unserem Gestell mit rankommen. Jetzt müssen wir noch mal auf die andere Seite gehen, wo wir da ran sollen. Da sehen wir hier aber auch. So, sind wir auf der anderen Seite. Hier sehen wir noch mal, da kommt wieder ein Kabel raus aus dem Zylinder. Und da sollen wir die hintere Schraube nehmen, beziehungsweise es ist nur eine Schraube. Genau, und dann suchen wir die mal und da haben wir sie auch gefunden. Das wird ein bisschen kniffliger. Wo sind wir denn? Hier. Hier kommt das Kabel raus und an diese Schraube müssen wir dran gehen. Mit einer Verlängerung erstmal und dann kommt erst der Hilfsbügel. Also die Verlängerung haben wir ja da liegen. Die Verlängerung müssen wir jetzt da oben rein schrauben. Da müssen wir also zwei Originalschrauben rausnehmen und die müssen wir auch wieder gut kennzeichnen und beiseite legen, dass wir die irgendwann mal wiederfinden. Okay, anhand eines Fotos sehen wir dann die Endmontage fertig. So, und da war bis auf vier Schrauben und Unterlegscheiben keine Anbauteile mehr übrig haben, ging es doch zügiger als ich dachte. Wie gesagt, nochmal zusammenfassend, die Motorgrundplatte, die direkt unter dem Motor befestigt wird, zwei Halteösen rechts und links im hinteren Bereich des Motors und hier vorne am Krümmer haben wir auch so ein Hilfsgestell. Die Anbauanleitung hat, oder den Anbau hatte ich euch gerade gezeigt. Das hat man zuletzt angebaut. Wichtig ist, dass wir diese Schrauben hier, also die Grundplatte ist schon richtig festgemacht, so wie es auch steht, 20 Newtonmeter. Aber diese vier Schrauben, also die hinteren beiden und die vorderen, dass wir die noch relativ locker lassen, das war jetzt die Bodengrundplatte, also die Motorschutzplatte. Und hier sehen wir ja die vier Bohrung für die letzten vier vorhandenen Schrauben, dass wir da noch genug Spiel haben und ein bisschen verschieben können. Und erst wenn die Bodengrundplatte dran ist, also nicht Grundplatte, die Motorschutzplatte montiert ist, dann können wir auch die Befestigungsschrauben an den Hilfsbügeln richtig anziehen. Und wenn wir die vorher anziehen, dann werden wahrscheinlich die vier Punkte nicht übereinander passen. Okay, gehen wir zum Moped rüber. Nehmen die Schrauben natürlich mit. So, das ist jetzt das, was ich meine. Wir haben ja hier die vier vorgegebenen Bohrungen an der Platte und diese Hilfsbügel, die haben wir noch relativ locker, dass wir sie noch immer so ein bisschen bewegen können. Dass wir nämlich hier die vier Punkte noch beweglich haben und die Schrauben, die ziehen wir dann halt erst am Ende fest, wenn wir die Grundplatte oder die Motorschutzplatte jetzt untergeschraubt haben. Denn wenn ihr das jetzt so seht, wird das nämlich nicht gleich passen. Aber das muss ich jetzt schon mal sagen, bevor er richtig dran ist, gefällt mir außerordentlich. Also man schützt damit sicherlich jetzt eindeutig diesen Unterboden. Jetzt sehen wir nochmal den letzten Blick. Was ich meine, anhand der Haltebügel sehen wir schon, dass das hier schön unter dem Krümmer jetzt Schutz bietet. Wieder auf der anderen Seite geht der Krümmer ja noch weiter. Also hier legen wir jetzt die Platte schön drunter und wie gesagt, wenn es fertig ist, kommen wieder Fotos. Auf geht's an Schrauben. So, jetzt haben wir die Motorschutzplatte soweit vormontiert und allein durch die ganzen Punkte haben wir jetzt auch gar keinen Spielraum mehr, sie in andere Position zu bringen. Das heißt, es ist jetzt auch so vorgegeben, aber die Befestigungsschrauben sind jetzt noch nicht fest angezogen. Ja? Da kommen wir jetzt an diesen drei Punkten nochmal wunderschön ran und wir können die jetzt alle schön ordentlich festziehen, dass uns die nicht verloren geht. Das auf der anderen Seite auch. Ja, und dann haben wir doch, denke ich,
eine vernünftige Sache jetzt hier angebaut. Und wie gesagt, wenn ihr noch an die Bilder denkt, von der Vorstellung, wo hier der ganze Kummer frei war, haben wir doch jetzt hier einen wunderschön, liebevoll hergerichteten Motorschutz. Und da bin ich ja auch sowas von begeistert, weil es einfach optisch auch so schön passt. Ja. Gut, wir machen erstmal die letzten Schrauben fest und dann gucken wir mal, ob wir noch das ein oder andere Foto dazu kriegen. Wir haben auch ein bisschen Platz. Das war auch vielleicht mal ein paar Steine oder Gras, was jetzt dazwischen kommt, rauskriegen. Aber einen wichtigen, da muss ich noch mal gucken, komme ich denn jetzt an die Ölablassschraube? Das ist ja für mich nochmal so ein wichtiger Punkt. Da gehe ich euch nochmal mit hier drunter. Und da ist sie. Da ist die Ölablassschraube. Na, wo ist er denn? Oder wo bin ich denn? Da ist sie. Und das ist für mich auch wichtig, mit montierten Unterfahrschutz oder Bodenplatte noch an die Ölablassschraube zu kommen, dass man auch einen Ölwechsel machen können, ohne die Platte nochmal abzuschrauben. Denn das finde ich so ein bisschen, auch gerade wenn es ein bisschen länger dran ist, werden die Schrauben ja auch nicht besser, dadurch immer dieses An- und Abschrauben. Und einen Ölwechsel macht man ja einfach doch öfters. Okay, soll es erstmal gewesen sein. Ich schraube nochmal fest und dann kommen die Abschlussworte zu dem Montagevideo. Motorschutzplatte Honda Monkey Z125 Modelljahr 2024 und wie gesagt nochmal, es gibt da zwei verschiedene Modelle an Motorschutzplatten, achtet da bitte drauf. Ja, die Abschlussworte, obwohl bin ich denn überhaupt, da seid ihr. Die Abschlussworte bringe ich jetzt nicht von hier unten, da komme ich jetzt nochmal hoch zu euch. Aber das ist schon ein akkurates Ding hier, ne? So. So, diese vier Original-Honda-Schrauben haben wir auch wieder über. Die müssen wir uns auch wieder gut wegpacken. Und jetzt will ich euch nochmal hier das kleine Löchlein zeigen hier, wo man halt da wunderbar rankommt. Das finde ich sowas von klasse, dass da einer mitgedacht hat, ja? Also Daumen hoch für die Firma Kitako, auch wenn sie einen Haufen Geld dafür nehmen. Wahrscheinlich kriegen die am wenigsten dafür. Das meiste Geld bleibt bisher bestimmt bei dem deutschen Importeur hängen. Okay, da sind wir soweit mit den Umbauten an der Honda Monkey zunächst fertig. Hier habe ich noch ein Projekt vor. Da warte ich aber noch auf die Post. Die ist noch nicht da, denn ich möchte hier ein bisschen eine schmalere und eine größere Auflagefläche haben. Aber einen Karton haben wir ja noch gehabt und da zeige ich euch mal, was drin ist. Das werde ich jetzt aber noch nicht montieren. Oh, das ist was Goldenes. Ja, jetzt wisst ihr auch schon, wo ich bin. Ich habe ja mir eine verstärkte Kette gekauft. Wir sind ja hier an der Originalkette. Da bin ich ja auch beim Vorstellungsvideo drauf eingegangen. Das ist ja mehr eine Fahrradkette, reicht aber völlig aus. Hier haben wir nochmal das gekennzeichnete farbliche Kettenschloss. Und ja, wir werden dann bei der 1000er Inspektion, wenn wir dann erst die Goldkette drauf machen, die lasse ich jetzt zum Einfahren noch mitlaufen. Und wenn wir dann, bevor wir in die Alpen fahren, kommt dann die goldene Kette. Ich packe die nochmal aus, zeige euch die mal. Und ansonsten seht ihr die dann auf Tour. Wie lange bleibt dem Kanal treu? Schaut gerne mal wieder rein. Es kommen jetzt nicht nur Monkey-Videos, keine Angst. Es geht jetzt auch nochmal Richtung Südwesten mit der CRF 250L. Die muss ich jetzt auch langsam vorbereiten. Ende des Monats habe ich dann noch ein Event vor und da nehme ich euch dann gerne mit, auch in der Vorbereitung. Und die packe ich jetzt nochmal aus. Da kommt nochmal ein Foto zum Abschluss und dann sage ich Glück auf. Schön, dass ihr mit dabei seid bei dem Honda Monkey Technik Schrauber Video, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und ja, kommt gut durch den Sommer. Bis zum nächsten Mal. Euer Harzer Enduro-Wanderer. Ja, das ist doch eine schönere Farbe als die Originale. Und vor allen Dingen, wir haben noch eine Verstärkung mit dabei. Das heißt, die wird auch ein bisschen länger laufen oder halten. Die kommt hier aus dem Cross-Bereich, also da kommt schon Belastung drauf. Aber sie ist auch relativ leicht. Also noch keine mit O-Ring. Auch eine kleine, es ist ja eine kleine Kette, ne? Eine 420er ist es ja nur. Aber die montieren wir dann für unsere erste große Tour zum Einfahren. Lassen wir noch die Original drauf. Und jetzt machen wir wirklich Schluss, Glück auf. Und das nächste Video
Kommt bestimmt. Tschüss.